Wir, die wir heute leben, haben nicht das Recht, uns das Leben stehlen zu lassen im Warten auf die Veränderung der Kirche. Das Leben ist kein Wartesaal und niemand kann warten. Die geschiedene, wieder verheiratete Frau heute kann nicht darauf warten, ob im Jahr 2070 irgendwelche Kardinäle in Rom dahinter kommen, dass sie recht gehabt hat. Sie muss heute leben. Und alle Antworten brauchen wir heute für die Menschen, die es jetzt gibt. Drum müssen wir aufhören, auf Rom zu warten. Die kommen dahinter oder auch nicht. Aber die Befreiung der Menschen ist wesentlich wichtiger.